Ja, hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben heute mal vor, ein bisschen Borderlands zu spielen. Borderlands 2. Weil es kommt ja bald Borderlands 3. So. Borderlands 2 hat ja jeder von uns mal gezockt, auf jeden Fall. Wenn ihr das wollt, dann spielen wir es halt mal komplett noch durch. Aber ja, wir wollen uns eigentlich nur auf dieses Add-on quasi beschränken. Ne? Commander Lilith, weil das ja im dritten Teil auch eine kleine Rolle spielt. Ich hab's schon durch, aber mit euch würde ich es gerne nochmal zusammenspielen. Alle anderen Teile, das haben wir ja soweit mal immer mal wieder angekratzt. Ne? Ja, zumindest nicht bei YouTube, aber im Livestream. Und ich bin sehr gespannt. Also ich kenn's schon, ja, muss ich dazu sagen. Ihr vielleicht noch nicht, aber ich zeige euch das und das Ganze in 4K. Bis gleich im Spiel. Achso, wenn wir Glück haben, dann ist es sogar noch der Ben dabei. Mal sehen. Bis gleich. So, meine lieben Freunde, da sind wir auch schon wieder zurück. Ja, mit mir dabei, wie versprochen, Big Ben auf jeden Fall, ne? Hat man ja schon mal angekündigt. Und der Nico ist auch mit dabei am Start. Den ziehen wir hier ein bisschen in der Gegend rum. Also sehr hilfreich wird jetzt wahrscheinlich nicht sein, aber ja, wir gehen einfach mal rein. Ich weiß gar nicht, wo wir als letztes gestartet haben oder ausgelockt sind. So, wo sind wir denn hier? World of the Warrior. Ah nee, das bringt uns nichts. Lassen wir nochmal die Bi wieder rein. Das Geklingel geht mir irgendwie um Keks. Und schauen wir mal hier rein. Heroes Pass. Jetzt müssen wir jetzt mal schauen, wo wir überhaupt hin müssen. Minen? Ne, das war alles Ding unten, ne? Bescheid mit Dogs. Bam, bam. Bam, bam, sechster Stock. Genau, Fight for Sanctuary. Da gehen wir hin. So, Achtung, ja, Warnung, bla 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 bla, ne? Kennst du schon. Oh, hallo, lange nicht gesehen, oder? Du hast dich sicher gefragt, was aus unseren Kammerjägern geworden ist. Ich erzähle es dir. Nach Handsome Jacks Tod und dem Sturz von Hyperion herrschte Frieden auf Pandora, soweit das geht. Da ihre Mission erfüllt war, richteten die Crimson Raiders ihre Augen auf die Sterne. Du erinnerst dich an den Kammerschlüssel, oder? Diese Karte mit den schwebenden Hologrammen, hm? Die Kammerjäger glaubten, dass sie damit zu Kammern in der Galaxis kämen. Nur vergisst man beim Blick nach vorne oft auf das zu achten, was hinter einem ist. Commander Lilith. Ich verstehe nicht, warum wir noch auf Pandora sind. Wir sind den Kammern keinen Schritt näher gekommen. Diese Karte ist die größte wissenschaftliche Entdeckung der Menschheit. Und Mordecai nutzt sie als Untersetzer. Na und? Wir wissen immer noch nicht, um welche Planeten es geht. Ich fliege nur ungern, Blend. Sanctuary wird nur durch Klebeband zusammengehalten. Schafft's kaum in der Luft zu bleiben und sicher nicht den Planeten zu verlassen. Wir müssen etwas tun. Die wollen die Raiders auflösen. Viele meinen, Pandora braucht uns nicht mehr, seit Jack weg ist. Wir brauchen einen Anführer. Sie will den Job nicht mehr, Mann. Und kannst du es ihr verübeln?
Wenn man sagt, was zu tun ist, werden manchmal Leute dabei verletzt. Keine Wahl zu treffen, ist auch eine Wahl. Also, wir haben keinen Plan. Kein funktionierendes Schiff. Und eine Limo-Dose auf dem Kammerschlüssel. Lil, wir brauchen eine Entscheidung. Was denkst du? Ellie? Das sind nicht die Triebwerke, Lil. Hier ist Lilith. Sanctuary wird angegriffen. Alle Zivilisten sollen sofort die Stadt verlassen. Crimson Raiders, zu mir! Zeig ihnen, woraus du gemacht bist! Aus Fleisch und Blut. Halte sie zurück, Kammerjäger! Okay, lass mich am besten liegen, bringt nichts. Ja, geh wieder rein. Sie wollen den Kammerschlüssel. Lilith, es sind so viele von diesen Scheißkerlen. Hier ist Lilith. Alle Crimson Raiders zurück zur Basis. Sag mir einfach nur, was mein Ziel ist. Komm schon. Es wird Zeit, die Welt zu verändern. Wessen Limo ist das? Oh,
War das Video, gerade so spontan zu Ende? Ja. Alles in Ordnung, Killer? Ah. Ich habe so viele wie möglich aus Sanctuary geholt, aber es war ziemlich hektisch. Sieht aus, als wären die Crimson Raiders jetzt in der Gegend verstreut. Das waren keine Banditen, die uns angegriffen haben. Das waren ausgebildete Soldaten. Und dieses Gas hat die Menschen in Monster verwandelt. Finde du ein Basislager. Ich suche die anderen. Wir versammeln die Truppen und holen uns Sanctuary zurück. Locker bleiben, Feiglinge. Hier ist Colonel Hector von der neuen Pandora-Armee. Ihr könnt jetzt aufhören, wegzulaufen. Ich habe, was ich wollte. Sanctuary und der Kammerschlüssel gehören wieder mir. Gesagt habe ich, einen besseren Kampf erwartet. Ich meine, wir haben euch alle komplett ausmanipuliert. Was ist aus euch Crimson Raiders geworden? Ohne euren Roland scheint ihr euch wohl alle in einen Rudel von Bailey Ridge mit eingegriffenen Schwänzen verwandelt zu haben. Aber weiter. Ihr habt gesehen, was mein Paradiesgas aus euren Leuten gemacht hat. Das nächste Ziel? Ganz Pandora. Klar, dabei werden alle auf dem Planeten sterben, aber kein Gas kommt ohne etwas Dünger aus. Tja, er ist ein Arschloch. Aber er hat recht. Roland hätte das nie zugelassen. Wisst ihr, früher mal war Sanctuary der Stolz von Dice. Jetzt ist es wirklich sehr verfallen. Ich hoffe, es macht euch nichts aus, aber ich war so frei, einige Upgrades vorzunehmen. Im Klartext für euch. Deko. Ich habe es zuerst besetzt! Bro! Diese blöden Prinzen zurück! Okay, der nette Mensch! Jeder, der nicht gerade Blätter im Maul hat, muss verdammt nochmal direkt rufen! Einer Reihe hier vor auf! Das war nichts. Oho, Level up. Oh. Das war
nicht diesmal. Bin auf Medikus gestoßen. Ach, wie viel Level gibt's eigentlich? Das hast du schon noch ein gutes Stück fort. Ja. Und dann kommen ja noch die Übermacht dazu, also... Übermacht sind die ähnlichen Level wie im Diablo, diese komischen Dings-Level? Diese Spezial-Level, diese Paragon-Level? Ja, ja. Da gibt es später die Übermacht, die dann Übermacht machen. Aber man hat es uns gestohlen. Jetzt holen wir es uns zurück. Angefangen mit eurem Schiff und eurem Schlüssel. Jetzt steht das Paradies bevor. Und wenn ich das Leben aus jedem Einzelnen auf diesem Planeten herauswirken muss, um es zu erreichen, dann werde ich das tun. So. Wenn ja dann Borderlands 3 wird dann nochmal richtig geil. Mhm. Können wir Steven dann auch richtig unterstützen, weil dann die Gegner sich anpassen. Sichere das Hauptlager. Mhm. Was soll ich hier noch sichern? Da ist noch irgendwo ein Gegner. Ich sehe halt keinen. Ah, da oben kommen welche. Sollte halt mal voll sein und nicht leer, oder? Wo war denn der jetzt? Das kann ja nur Jugend gewesen sein. Langsam, langsam! Keine voreiligen Schüsse auf mich, okay? Ich heiße Vaughn. Ja, ich weiß, wir sollten sowas wie Todfeinde sein, aber ich weiß auch nicht, der Feind meines Pflanzenfeindes ist mein Freund, oder? Ja, genau so sieht es aus. So als hätte dich Hector auch rausgeworfen, was? Tja, wir sollten unsere Kräfte vereinen. Willkommen in meinem Lager, dem Backburner! Hä? Hectors Pflanzenfreaks können jeden Moment zurück sein. Wir sichern besser das Lager, Kammerjäger. Die Firewall des Backburners wurde zerstört. Ich rede von echtem Feuer. Wir müssen die Sicherheitsrelais zurücksetzen, damit die Firewall wieder brennt. Ich habe auch mal eine Kammer geöffnet. Habe mich vom Hyperion-Buchhalter zum Kammer-Typen und dann zum Banditen-Kriegslord hochgearbeitet. Lange, aber wirklich berührende Geschichte. Erzähle ich dir mal irgendwann beim Grillen. Ich und mein Banditenclan haben drüben im Wrack der Helios-Station gelebt. Dann tauchte Hector auf und befahl uns, ihm unsere Moonshot-Kanonen zu geben. Aber wir so, kannst du vergessen, Bro! Und dann ist es nicht so gut gelaufen. Wir haben versucht, Hectors Neu-Pandora-Armee zu bekämpfen, aber wir hatten keine Chance gegen sie. Ich hätte meinen Clan wahrscheinlich mit mehr als nur Hyperion-Laserfoltern ausrüsten sollen. Lektion gelernt. Ich und die Überlebenden haben uns hier versammelt. Wir bereiteten uns darauf vor, Helios wieder einzunehmen, als Hector einen Gasangriff startete und alle außer mir in Pflanzenfreaks verwandelte. Jetzt stolziert dieser Typ herum, als wäre er Megapräsident von Pandora. Naja, egal. Weißt du, Pandora ist wie die Luft oder Fleisch oder Unterwäsche. Prima, jetzt kannst du das letzte Relais neu starten und die gute alte Firewall geht wieder in Flammen auf! Flammen auf! Wenn Leute aus meinem Clan überlebt haben, dann kommen sie angerannt, wenn sie ein Feuer sehen. Du hast es geschafft! Wenn Hector noch mehr Pflanzenfreaks sind, sind wir bereit. Boah! Es ist eine dieser Pflanzenfreaks! Wollt ihr eine Strecke erschießen?
zusammentun würde. Aber Pflanzenfreaks und Gasangriffe erfordern verzweifelte Maßnahmen. Dieser Penner Hector, den Kerl machen wir fertig. Blutpakt! Gut gemacht mit dem Lager. Das wird dann wohl unser Zuhause sein, während wir herausfinden, wie wir Sanctuary zurückholen können. Das ist mein Lager? Hey, Lil, tritt zurück, wenn du keinen Banditen an dir kleben haben willst. Ganz ruhig. Wir können alles teilen. Ja, hey, willst du mal meine Glücksunterwäsche anziehen? Ich bin ganz Ohr. Ich teleportiere zurück nach Sanctuary und versuche, Hector auszuschalten. Vielleicht kann ich die Sache noch in Ordnung bringen. Wohl kaum. Ich komme nicht an ihn ran. Sanctuary ist mit Gas geflutet. Tennis, kannst du... Weiß auch nicht, uns ein Gegenmittel mischen? Natürlich. Zuerst muss ich das Wesen dieser Mutationen verstehen. Ich brauche ein paar Pflanzengenitalien. Blüten. So werden sie auf eurem Bildungsstand genannt. Du hast sie gehört. Legen wir los. Pflanzengenitalien, Blüten. Ihr Feiglinge habt euch mit den Banditen von Helios zusammengetan? War klar, Feiglinge zieht sich an. Sie gaben ihre Moonshot-Kanonen fast kampflos auf. Jetzt kann ich mein Paradiesgas überall dort ausströmen lassen, wo ich will. Das nennt man Strategie, und Strategie führt zum Sieg. Ich bin mehr als bereit, den Kerl zu töten. Besorgt Tennis diese Probenkiller. Ich trommle die Raiders zusammen. Tennis, ich konnte dich nach dem Angriff nicht finden. Bist du an einem sicheren Ort? Oh ja, ich bin in einem meiner vielen geheimen Panikräume. Praktisch, wenn das ganze Leben ein ununterbrochener Panikzustand ist. Genug geschwätzt. Bring mir diese Proben und wir haben im Nu unsere eigene Pflanzenmonsterarmee. Wir brauchen nur ein Gegenmittel. Ach, meinetwegen. Ehrlich, manchmal seid ihr Leute echt langweilig. Hey, meine Farbe. Gib Tennis die Probenkiller. Ich trommle weiter die Raiders zusammen. Ich glaub, Nico. Warte, Bildschirm. Nein, ich bin schon da. Aber ich spring da jetzt, nichts, wenn ich hinter euch. Ja, du musst auch mitfahren. Also rein ins Verderben. Hier wird auffallen, dass du in diesen Gaswolken bei Kämpfen härter zuschlägst als sonst. Seltsam, aber könnte hilfreich sein. Behaltet eure Expositionsstufe im Auge. Es sei denn, das Keime von Rang nur der Verlust des eigenen Verstandes. Jetzt im Trend. In diesem Fall hätte ich ein paar Ökonomien, die euch gefallen könnten. Ich verurteile niemanden. Such nach geschlossenen Knollen. Ich brauche reine Proben. Dass das Wasser die hiesigen Männer infiziert hat. Kammerjäger, versuche Proben von diesem infizierten Skelett zu bekommen. Oh, das ist doch Gift. Scheiße. Ja, wenn du daran stirbst, dauert's. Ah! Diese mutierten Pflanzen sind riesig.
Selbst für Pandora. Es ist unwahrscheinlich, dass dieses Gas in der Natur vorkommt. Jemand hat es erschaffen. Das Gas ist elegant darauf ausgelegt, die Biomasse exponentiell zu erhöhen. Oder damit auch jeder Deckels versteht. Gas macht kleine Pflanze groß. Und dann, ob die Erstellung dieses Gases erfordert, ein Verständnis der Biodiversität, das ich nur als brillant bezeichnen kann. Und erregend. Jetzt müssen wir herausfinden, wie das Gas die Menschen infiziert. Ich benötige Proben, am besten Hirnsubstanz und das gute graue Zeug. Auto. Wollte ich es nicht. Kids.
Durchbruch. Wir wissen ja alle, dass Pandoras Atmosphäre randvoll mit gutartigen Sporen ist. Das Gas mutiert die Sporen, die bereits in unseren Lungen sind. Oh, wunderbar. Die Sporen breiten sich ins Gehirn aus und übernehmen das Nervensystem. Die Opfer bleiben so hirnlos zurück wie Zombies in der Oper. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Mir fehlt das nötige Fachwissen, um das Gas zu synthetisieren und unsere eigenen Pflanzenmenschenhybriden zu erschaffen. Nochmal, das machen wir nicht. Du klingst wie der Ethikrat meiner Universität. Egal. Kehre zum Backburner zurück und schick mir diese Proben. Mir geht langsam das Iridium aus. Ich suche noch einmal nach Überlebenden. Wir sehen uns im Lager. Gerade haben wir was anderes gemacht. So, nächsten Punkt mal kurz verkaufen. Jo. Ich brauche so schnell wie möglich die Proben. Ich habe alle Vorbereitungen getroffen und mich schon komplett entkleidet, damit sich nichts mehr zwischen mir und der Innenschicht dieses labortauglichen Schutzanzuges befindet. Das Gefühl ist sehr befriedigend. Oh Gott. Und komplett entkleidet. Ja, nee, ist klar. Wenn es weiter nichts ist, ne? Nee, wieso? Was hast du dagegen? Ja, nix. Ist ja. Wo ist sie denn? Wir würden die gerne mal sehen. Wenn er das Spiel verlassen. Verbindung verloren. Warum? Gescannt, aus einem Grund und dieses Wissenschaftsding kaputt gemacht. Gib ihm einen Banditen-High-Five. Verbindung zu Steam verloren. Scanne Biosignatur. Ich liebe dieses Geräusch. Kammerjäger, hier drüben. Wo ist was zu verkaufen? Ach, da hinten. Also, damit das klar ist. Oder ich sag kurz. Bist schon drin, ja, ne? Ich bin wieder da. Tennis arbeitet an einem Gegenmittel. Suchen wir in der Zwischenzeit einen Weg zurück nach Sanctuary. Yo, Lilith. Ich und Helen haben einen schönen Platz am Mount Scarab entdeckt. Und wir haben vielleicht doch einen Weg nach Sanctuary gefunden. Mordecai! Schön von dir zu hören. Lass dich doch nicht ohne mich kämpfen. Ach Mist! Pass gut auf! Ein paar von Hectors Salatköpfen sind auf dem Weg zu euch. Ellie, Zeit für einen Kampf. Sind die Verteidigungsanlagen bereit? Was? Könnte etwas Hilfe gebrauchen,
zu bekommen. KJ, da liegt ein Schraubenschlüssel auf dem Tisch. Kannst du mir den mal geben? Die Dinger bringen alles wieder in Ordnung. Ich habe einen fiesen Engpass vor dem Lager eingerichtet. Bring die Geschütze zum Bogen, Kammerjäger! Yep. Die Geschütze machen wir aber in der nächsten Folge. Würde ich sagen, machen wir hier mal einen Schnitt. Und dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen, oder? Ja. Okay, die haben noch zu tun. Ich dachte, ihr sagt jetzt noch Tschüss. Also, tschüss. Tschüss. Also.